Tja, man muss jetzt kein Experte sein, um zu erkennen, dass das hier warmes Wetter bedeutet. Am Montag haben wir bis zu 24 Grad und am Dienstag wird es nach ein bisschen Bodenfrost vielleicht noch wärmer. Es gibt erste echte 25 Grad, ein erster echter Sommertag hier vor allen Dingen entlang des Rheins. Und so bleibt es auch. Ab Mittwoch gibt es dann eine gewisse Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit sogar, weil es schon so warm ist. Im ganzen Westen können wir örtlich 25 Grad erwarten, doch überall sonst gibt es 20 Grad. Am Donnerstag schließlich wird es im Norden langsam wieder etwas kühler, während es im Westen immer noch örtlich 25 Grad gibt. Und das sehen wir hier ganz gut, vor allen Dingen entlang des Rheins. Da sehen wir hier, da gibt es immer wieder Flecken, wo wir die 25 auf jeden Fall erreichen werden. Tja, und dann zu Ostern. An Karfreitag setzt sich diese Entwicklung fort, dass es im Norden eher wolkig und ein bisschen kühler ist. Im Süden bleibt es nach wie vor sehr schön und sonnig. Und wir haben dann am Samstag erste Schauer hier im Norden. Und im Süden ist es zwar immer noch schön, aber nicht mehr lange, denn am Sonntag erstreckt sich dann schon Regen hier von Emden rüber bis nach Berlin. Die Temperaturen gehen zurück, auch im Süden werden nur noch 18 bis maximal 20 Grad erreicht. Und am Ostermontag, tja, da bringt der Osterhase etwas kühlere Luft mit. Und zwar haben wir dann Regen hier im Norden und im Osten. Das ist nicht so super viel, aber es regnet immerhin und die Temperaturen bewegen sich in Richtung 10 Grad an der Küste. Und auch im Süden haben wir nur noch 13 bis maximal 15 Grad. Und das sind im Vergleich zu dieser Woche ganze 10 Grad weniger. Also es ist ein kleiner Temperatursturz, der da ab Ostersonntag auf uns zukommt. Aber es gibt eine gute Nachricht, denn nach Ostermontag steigen die Temperaturen wieder deutlich an, auch deutlich wieder über 20 Grad. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf wetter.com.